ist halt wieder die Aussage, irgendwann ist Feierabend. Was sich jetzt erstmal gut anhört. Alle sagten, als ich vielleicht zu Hause bin. Jetzt geht's erstmal kurz zu Oma und Opa. Mama, sag mal was zu dem Gespräch mit dem Onkologen gerade. Ja, also diesmal waren wir beim Onkologen alle sehr, sehr fassungslos vor Freude einfach, dass wir den richtigen Weg gegangen sind, dass wir uns aus dem Bauchgefühl richtig entschieden haben, erstmal nur eine Chemo und nicht nochmal eine OP. Ich bin einfach mega glücklich, dass es aufgegangen ist. Bauchgefühl, wie oft haben wir darüber diskutiert, ja. Mann? Ja, aber wir haben uns nicht beeinflussen lassen von irgendwelchen Studien und hast du nicht gesehen, sondern wir haben das gemacht, wo wir gleich eigentlich alle dafür waren. Und das macht mich super glücklich einfach, dieses Gefühl zu haben, wir sind wieder mal auf dem richtigen Weg. Ja, das fühlt sich wirklich richtig. Das fühlt sich so schön an, wie nur irgendetwas. Da ist doch Corona gar nichts gegen. Ja. Das ist einfach, ja, wirklich. Hauen wir endlich ab? Ja. Ey, wie schön ist bitte gerade das Wetter? Oh, Premium. Guck mal, wer da schon wartet. Keiner, Junge, willst du mal? Langsam. Langsam, habe ich gesagt. Warst du artig? Ja? Dann musst du erst mal gucken. Würde dir doch nicht verraten, Mensch. So, jetzt habe ich gerade noch mal die restlichen Tabletten genommen. Beziehungsweise die restlichen. Die Tabletten, die ich heute noch nicht genommen habe. Und jetzt werde ich dann mal einen kleinen Augenblick schlafen gehen. So eine halbe, dreiviertel Stunde, irgendwie sowas. Und dann werde ich auf jeden Fall eine Runde spazieren gehen. Aber jetzt erstmal die Auswertung des Gesprächs. Mir wurde gesagt, dass wir die Chemotherapie, so wie sie gerade läuft, für sechs Wochen weiter fortführen, also ohne jegliche Veränderung. Dann werden wir die Chemotherapie auf alle 2 Wochen senken und die Antikörpertherapie komplett rausnehmen. Dann wird es eine weitere Überprüfung geben, einen MRT. Wobei, da verspreche ich mir eigentlich eher, dass es wahrscheinlich denn, oder da verspreche ich mir mehr, dass es dann noch weiter zurückgeht. Und wenn dem so ist, dann wird das immer weiter reduziert. Also, dass ich nicht nur alle 2 Wochen eine Therapie bekommen, also eine Chemotherapie, sondern nur noch alle 3 Wochen, alle 4 Wochen und dann irgendwann ist halt wieder die Aussage, irgendwann ist Feierabend. Was sich jetzt erstmal gut anhört. Ich glaube auch, wenn man komplett auf die Antikörpertherapie verzichtet, dann wäre das schon mal ein gutes Stück. Also es ist noch nicht das, worauf ich eigentlich hinaus will, aber es würde, glaube ich, schon mal ein großes Stück helfen. Was ich allerdings ein bisschen gruselig fand, war, ihr Port funktioniert ja noch richtig, also der im Kopf. Naja, aber ich meine, selbst wenn der irgendwann nicht mehr läuft, denn das ist ja auch nicht so schlimm, dann operieren wir da an der Stelle nochmal und dann wird der Port halt rausgenommen und dann setzt man da einen neuen ein. Ähm,
Okay, ich wusste gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich war so froh, als dieser verdammte Schorf da ab war und so. Und nochmal an meinem Kopf operieren? Ich weiß nicht. Ich meine, ich habe mit den Nebenwirkungen jetzt noch zu tun. Also, ich will da keine Tendenz irgendwie jetzt aussprechen, aber ich meine, ihr kennt mich ja nun auch schon eine Weile. Ich wüsste nicht, ob ich das machen würde. So aus der jetzigen Situation so erzählt, aber bisher läuft ja noch alles gut. Also nicht den Kopf zerbrechen so über ungelegte Eier, wie man immer so schön sagt, aber nochmal den Kopf operieren. Ich meine nochmal, was weiß ich, wie lange es dauert, mit so einem Ding hier rumlaufen. Aber schreibt mir dazu eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Wie würdet ihr euch verhalten? Weil darüber werde ich jetzt bestimmt irgendwie, auch wenn es eigentlich unnötig ist, bestimmt eine Woche nachdenken. Aber ansonsten läuft halt alles so, wie es soll. Alles läuft gut. Mir allerdings ein bisschen zu langsam. Ich habe langsam die Nase voll vom Kranksein nach jetzt irgendwie 7 Jahren. Ein bisschen gesund sein wäre schon langsam angebracht.